Racing Fun TV. Im heutigen Video fahren wir Ferrari 458 Italia auf der Nürburgring Nordschleife und das heutige Thema ist Bitcoins und Kryptowährungen. Ja, also wer ein Ferrari auch im echten Leben mal fahren möchte oder besitzen möchte, der hätte damals 2009 in Bitcoins investieren sollen. Was sind jetzt Bitcoins eigentlich so genau? Ich erkläre es euch jetzt. Erstmal, Bitcoin ist eine digitale, dezentrale Währung. Es ist also eine ganz normale Währung, so wie der Euro oder der Dollar oder das britische Pfund. Man kann sich Bitcoins also vorstellen wie digitale Münzen, die man über das Internet verschicken kann. Jedoch hat man keine Bank dazwischen, denn man nutzt einfach das Internet und schickt direkt von Person zu Person, also ich zu dir zum Beispiel, ja? Also ganz einfach eine ganz normale Währung. Dadurch natürlich entstehen mit Bitcoins auch keine Bankgebühren, also es werden auch keine Transaktionsgebühren verlangt. Und gerade bei höheren Summen, die ja heutzutage auch mit Negativzinsen belastet sind, hat man hier bei den Bitcoins einfach freie Hand. Und es gibt ja noch mehrere dieser Kryptowährungen, so nennt man die. Und auch ich habe jetzt selber da rein investiert, dazu komme ich aber in einem nächsten Video nochmal. Der Vorteil davon ist natürlich bei Bitcoins, ja. Also, der Vorteil von Bitcoins ist natürlich, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen, während ich hier mit dem Ferrari fahre, dass man im Prinzip keine große Angst davor haben muss vor der Inflation. Weil die Inflationsrate ist ja im Prinzip immer vorhanden. Bei jeder bisherigen klassischen Währung gab es schon Inflationen und Deflationen. Wer nicht weiß, was das ist, googeln, sehr wichtig. Es gab auch 1929 eine große Wirtschaftskrise. Damit das nicht wieder geschieht, ist es sinnvoll, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und wir sind mittendrin in etwas ganz Tollem, Leute, nämlich das ist der Anfang von einer Änderung des klassischen Systems, wie wir es bisher kannten. Und Bitcoin hat den Anfang gemacht und ich finde das wirklich hervorragend und echt schön. Und wenn man jetzt in dieser Zeit, eigentlich hätte man schon früher anfangen sollen, aber jetzt noch in andere Kryptowährungen investiert, dann kann man es vielleicht schaffen, auch als Normalverdiener in den nächsten paar Jahren mit einem Ferrari zu fahren. Ihr lacht bestimmt, ja, und viele Leute sind auch auf diesem Gebiet sehr, sehr, sehr kritisch, ja, aber ich rate euch wirklich mal dazu, auch wenn ihr euch bisher damit noch nie auseinandergesetzt habt, dass ihr das wirklich mal macht, weil, wisst ihr Leute, es macht Spaß hier, so ein Ferrari hier im Rennsimulator zu fahren, aber ich denke, in echt wäre das nochmal deutlich schöner, so ein Ferrari auch in echt fahren zu können. Findet ihr nicht? Es wäre doch super, auch mal selber so ein Ding fahren zu können. Und wenn man sein Geld nicht für Autos ausgibt, dann für ein Häuschen und für die Familie, was ja natürlich auch wichtig ist. Der größte Vorteil meiner Meinung nach für Bitcoins ist, dass Bitcoins nicht an Banken gebunden sind. Nämlich Banken können scheitern. Bitcoins haben einen ganz normalen Umrechnungskurs von Euro zu Bitcoin, ja, wie zu jeder anderen Währung auch. Und die könnt ihr an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen kaufen. Und Prinz Markus von Anhalt hat dazu ein ganz interessantes Video gemacht. Das hat er erst, ja, jetzt hier im Dezember 2017 veröffentlicht, wo es auch darum geht, er möchte nämlich Automaten aufstellen für Bitcoins. Weil das hat ihn angekotzt, dass man mit Bargeld in Deutschland fast nirgendwo etwas kaufen kann. Und das ist tatsächlich so, Leute. Das ist der Anfang, das ist die Spitze des Eisbergs und so entwickelt sich das. Ja, es fängt langsam an und dann bauscht sich das Ganze auf. Ihr könnt Bitcoins ganz einfach im Internet kaufen. Gebt einfach bei Google einen Bitcoin kaufen, da kommen schon hunderte Anbieter, wo ihr es kaufen könnt. Ihr könnt oftmals schon einfach per PayPal bezahlen oder Banküberweisung oder anderen Überweisungsmethoden, mit Kreditkarte geht es wahrscheinlich auch. Und so könnt ihr einfach etwas kaufen und es später auch wieder in anderes Geld umwechseln lassen. Ja? Also ihr kauft zum Beispiel jetzt 100 Bitcoins, das ist momentan sehr viel, ich weiß, aber dieses Geld, was ihr dann in Euros, in Bitcoins investiert habt, könnt ihr dann im USA-Urlaub wieder von Bitcoins in Dollar umrechnen lassen. Und wer schon mal international unterwegs war, der weiß, dass sowas echt von Vorteil sein kann. Wie bewahrt man jetzt Bitcoins? Ich meine, es ist ja kein Geld, was man tatsächlich in der Hand hat.
Aber im Prinzip muss man sich genau das vorstellen, dass es so ist. Bitcoins bewahrt man in einer Art digitalen Börse. Ja, ihr könnt Bitcoins quasi ausdrucken auf einem Blatt Papier. Ihr könnt also quasi euer eigenes Geld drucken, so zu sehen, sozusagen. Ihr könnt es aber auch auf einem USB-Stick speichern, auf der Festplatte. Ihr könnt es online speichern, wie ihr wollt. Ihr könnt also das Geld überall hinnehmen. Und also es gibt immer mehr Leute und auch Wechselbuden, wo Bitcoins akzeptieren, wo ihr das auch tauschen könnt. Und international ist der Stellenwert von Bitcoin jetzt gerade 2017 explodiert. Ja? Explodiert. Und deshalb muss man sich jetzt mal vor Augen halten, wer damals 2009 einen Bitcoin gekauft hat, ja, bah, komm, ein paar Euros, ja, ein paar Euros, nicht viel. Und heute ist ein Bitcoin fast 17.000 Euro wert. Das muss man sich mal vorstellen, liebe Leute. 17.000 Euro, das ist unglaublich viel Geld. So, also angenommen, ihr habt 2009 100 Bitcoins gekauft für 100 Euro. Jetzt ist ein Bitcoin 17.000 Euro wert. Dann könnt ihr euch ja ausrechnen, dass ihr jetzt schon mehrfacher Millionär wärt. Ja, und das einfach nur durch Warten und Geld geschickt investieren. Und viele werden jetzt bestimmt staunen und denken, ich bin Spinner oder glauben mir nicht. Aber das ist so, ja. Weil man muss sich ja schließlich auch mal Gedanken machen, dass auch unsere Währung, unser Geld einfach nur künstlich erschaffen ist, ja. Geld ist ja nichts anderes als ein Tauschmittel im Prinzip. Ihr könnt auch ein Auto als Tauschmittel benutzen. Ihr könnt ein Auto tauschen gegen ein anderes Auto, ja. Mit Wertausgleich hier und da vielleicht noch, ja. Aber ein Auto hat ja auch einen Wert. Es ist ein Gegenstand, der hat Wert. Dieses Lenkrad hier, wo ich gekauft habe, das hat auch einen Wert. Ja, ich habe dafür 300 Euro ausgegeben. Aber wenn ich es wieder verkaufe, kann ich dafür genauso wieder Geld zurückbekommen. Es ist also ein Wert, den man hat, den man auch wieder verkaufen kann. Und so funktioniert ja Geld, wenn ihr in der Schule ein bisschen aufgepasst habt. Wenn ihr das in der Schule überhaupt gelernt habt. Also ich nicht. Ich habe ja nur studiert. Ja, ich glaube auch, man bringt unseren Kindern viel zu wenig bei in deutschen Schulen. Die werden halt schon dumm geboren und nichts dazugelernt. Oder wie soll man das wirklich so sagen? Ist ja so. Eine Sache gibt es noch. Bitcoins sind durch das Netzwerk der sogenannten Miners geschützt. Also Bitcoins sind eine geschützte Währung. Was heißt das? Miners tun auch die Bitcoins im Prinzip verwalten und verifizieren damit auch deine eigenen Transaktionen. Um somit Doppelbuchungen zu vermeiden, also damit man jetzt nicht zweimal die gleiche Buchung macht, ja, wird es also in einem Netzwerk der Miners gespeichert. Das ist also quasi wie bei der Bank, es wird vermerkt, das bezahlt wurde, abgehakt. Und das Schöne an den Bitcoins ist ja, dass jeder von uns, ja, egal ob armer Schlucker, ob reicher Multimillionär, im Prinzip mit Bitcoins die Zukunft mitgestalten kann. Und das ist wirklich was ganz Schönes und was ganz Tolles, weil dadurch wächst die Welt ein Stückchen mehr zusammen und es geht einen Schritt mehr in die richtige Richtung der Evolution und auch unseres gesamten Systems. Das ist also eine Revolution im guten Sinne, die für jeden nur Vorteile mit sich bringt. Was bringt also Bitcoin so genau mit sich? Also egal, ob ich als Privatkunde oder als Unternehmer Bitcoins kaufe, ich kann mit diesen Bitcoins ohne Transaktionsgebühren auch größere Geldsummen vom einen Unternehmen zum anderen Unternehmen schaffen. Viele werden jetzt bestimmt auch wieder denken, Steuerbetrug und keine Ahnung was. Aber Leute, Bitcoin ist ja eine offizielle Währung. Ihr könnt da nicht einfach so irgendwie Steuern umgehen oder sonst was. Also, ja, nämlich auch Bitcoin-Transaktionen sind, wie schon gesagt, nachvollziehbar. Und die Polizei hätte euch da sowieso schneller dran, als ihr glaubt, wenn ihr versucht, krumme Dinge über Bitcoins abzuwickeln. Also das funktioniert nicht. Was aber funktioniert, ist wirklich, sich die Gebühren der Banken zu sparen und man hat halt eine tolle, sehr tolle internationale Währung geschaffen damit.
Noch etwas, es gibt eine Obergrenze der Bitcoins, die liegt bei 21 Millionen. Das bedeutet für uns, dass die Bitcoins limitiert sind. Ja? Was heißt das so konkret? Es gibt also maximal 21 Millionen Bitcoins, mehr gibt es nicht. Ja? Allerdings der Wert, der Umrechnungswert von Euro zu Bitcoin, der ändert sich. Umso mehr Leute Bitcoin besitzen, umso höher wird der Wert, bis der Maximalwert von 21 Millionen erreicht ist. Und dann mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Also ich habe da keine große Angst vor Inflation. Tatsächlich nicht. Man muss aber auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht übertreibt damit. Wer jetzt noch einsteigen will, ich würde sagen, das ist allerletzte Eisenbahn, jetzt noch einzusteigen, weil später lohnt sich es überhaupt gar nicht mehr. Oder es macht nochmal ein bisschen Boom. Und die Leute haben doch gedacht, aber dazu müsste sehr viel passieren, ja, dazu müsste wirklich sehr viel passieren und es müsste wieder neues 9/11 im Prinzip geschehen. Nee, komm, lass mal das mal abgehakt, ja. Also ich glaube nicht dran, ihr könnt gerne dran glauben, glaubt, was ihr wollt. Ich denke, es ist momentan die richtige Zeit, in Kryptowährungen zu investieren. Mein persönlicher Favorit ist übrigens momentan Dashcoin. Dashcoin ist erst vor 2 Monaten gestartet und da könnt ihr noch relativ neu mit einsteigen. Und wer jetzt nicht einsteigt, ist selber schuld. Der verpasst was im Leben. Ja? Und ich habe euch unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu Dashcoin und einen Aktivierungscode, den ich euch mitschicke. Ja? Gebt also meinen Aktivierungscode ein, wenn ihr euch bei Dashcoin registriert. Denn dadurch könnt ihr, bekomme ich und auch du einen kleinen Vorteil, ja, nämlich diese Dashcoins werden im Moment gerade ja erst geschaffen, ja, also wir sind quasi die Mitgestalter von dem neuen Währungssystem, von Dashcoin und das wäre echt cool, wenn ich da ein paar Leute finde, die mitmachen und euer Geld wird ja nicht verloren, ja, ihr geht ja nicht verloren, gerade jetzt am Anfang, es maximiert sich dadurch ja nur, wenn ihr also jetzt 30 Euro umtauscht in Dashcoins, ja, in momentaner Umrechnungskurs zum Beispiel in 75 Dashcoins. Wenn ihr also 30 Euro in 75 Dashcoins investiert, dann steigt der Kurs aber erst noch, weil ihr ja schließlich ganz am Anfang drin seid. Ja? So wie bei den Bitcoins ebenso. Ja? Und ich kann es euch nur empfehlen und wer jetzt nicht mitmacht, ist selber schuld. Ja? Weil das wird die Geldrevolution sein. Das wird die Revolution unseres Systems mit sich bringen. Und dahingehend geht auch die Zukunft. Ja? Und ihr könnt es leugnen, ihr könnt es für Quatsch abstempeln, ist mir alles egal. Aber die Leute, die später lachen, ja, und die anderen auslachen, ja, das sind nicht die, die jetzt momentan die Augen verschließen und wegrennen davor und lieber weiter mit Euros bezahlen. Ja? Auch die D-Mark wurde euch irgendwann weggenommen. Auch die gute alte D-Mark. Und ihr konntet nichts dagegen tun. Du nicht und du nicht und du nicht und niemand und ich auch nicht. Ja? Die D-Mark gibt es nicht mehr. Und irgendwann wird euch vielleicht der Euro weggenommen. Ja? Es ist jetzt eine Zeit, umzustellen, da einzusteigen. Denn wer jetzt nicht mitmacht, in ein paar Jahren seid ihr wieder im System gefangen. Daher jetzt die Möglichkeit, euer Leben umzugestalten und vielleicht selber mal so ein Ferrari zu fahren. Im Übrigen, Dashcoin haben sich schon verzehnfacht in den letzten 2 Monaten. Das heißt, ich habe damals für 30 Euro investiert, ja, und habe jetzt schon 300 Euro wieder gut, ja. Ich habe es einfach mal getestet und es funktioniert, ja. Also ich habe für 30 Euro eingekauft, 2 Monate später, 250 Euro habe ich mir wieder zurückgegeben, 50 Euro draufgelassen, jetzt läuft es weiter. Mal gucken, wie es weitergeht, ja. Wenn ich noch mehr Geld einfach so zum Spielen übrig hätte, würde ich definitiv meinen ganzen Lohn reinstecken, ja, aber ich denke trotzdem auch mal, dass wenn ihr dann Fuffi reinsteckt oder so, das tut euch nicht weh, das tut dir nicht weh, das tut mir nicht weh, das tut niemandem weh und ihr dann aber trotzdem in ein paar Jahren durch diese 50 Euro, die ihr damals investiert habt, dann 50.000, 60.000 rausholen könnt. Das ist kein Versprechen von mir, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es so weit kommen wird. Die Prognosen stehen dafür nicht schlecht und schauen wir mal, oder? Also, wäre schon geil, oder? So, und jetzt haben wir noch mal eine Runde Spaß im Ferrari und ich hoffe,
dass wir uns in ein paar Jahren wiedersehen, auch du, und dass wir dann im echten Leben mit dem Fernwagen fahren. Und jetzt geht es noch eine schnelle Runde über die Nordschleife, denn dafür bin ich eigentlich hier. So, jetzt könnt ihr gerne abschalten, wenn ihr euch für Autos nicht interessiert. Wer aber jetzt gerne noch eine schnelle Runde mit dem Ferrari sehen möchte auf der Nordschleife, ja, der ist jetzt gerne herzlich von mir eingeladen dazu, hier mal zuzuschauen, wie das aussieht, wenn man in einem Rennsimulator fährt. Ja, ich bin übrigens selber Hobby-Rennfahrer, wie schon gesagt, Hobby-Rennfahrer. Ja. Also ich habe ein Auto, wo ein bisschen flotter ist, auch im echten Leben, fahre damit auf Rennstrecken. Hobbymäßig natürlich, ja, nicht professionell. Aber einfach aus Jux jetzt mal hier so den Rennanzug angezogen. Und jetzt nehme ich euch mal mit auf eine schnelle Runde Nordschleife. So, wir sind im Ferrari Italia Nordschleife. Wir fahren gerade mit über 230 km/h auf der sogenannten Döttinger Höhe. Wir bremsen jetzt hier ab. Und fahren jetzt hier eine schöne saubere Runde. Und man muss berücksichtigen, dass hier ja knappe 500 PS im Heck werkeln bei diesem Ferrari. Und da muss man mit dem Gasfluss ein bisschen beherzt umgehen. Denn sonst kann man von der Strecke fliegen. Ja? Und im echten Leben könnte man sich da natürlich auch umbringen. Deshalb immer ein bisschen drauf achten, wie ihr die Kurven hier fahrt. Ihr seht, ich stehe nicht voll auf dem Pinsel, ich lasse sie einfach ein bisschen laufen und bin trotzdem schnell. 150 km/h zeigt es mir hier an. Und jetzt können wir hier Vollgas geben. Aber volle Kanne durchladen, volle Kanne. Über 210 km/h. Hier oben können wir jetzt abheben. Kurz auf die Bremse. Einlenken. Wow, 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 Quersteher. Quersteher bei über 200 km/h. Im echten Leben sehr, sehr, sehr gefährlich. Zum Glück sitzen wir jetzt hier noch im Rennsimulator. So, wir fahren jetzt hier. Ich glaube, Schwedenkreuz heißt es. Auf die Bremse. Da vorne geht es dann in die Fuchsröhre runter. Da war früher ein Fuchs auf der Nordschleife. Und die Bauarbeiter, die die Nordschleife gebaut haben, haben diesen Abschnitt dann Fuchsröhre genannt, weil sich da ein Fuchs in einer Röhre versteckt hatte. Der Ferrari läuft richtig gut die Fuchsröhre runter, 250 km/h, 260, 262, 270. Jetzt muss ich aber voll in die Eisen gehen. Die Vorderreifen sind schon voll belastet. Hier müssen wir noch langsamer machen. Dritter Gang. Schön langsam. Hier ist es rutschig. Langsam raus, 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 raus. Und runterschalten und Gas, Feuer, Feuer, Feuer. Vollgas. Alles weiter. Alles weiter, Vollgas. Jetzt bremse ich mit der linken Fuß, nämlich hier muss ich schnell wieder von der Bremse aufs Gas im dritten Gang bleiben. Ihr seht, ich rede wenig, ich konzentriere mich, damit ich hier nicht abfliege mit dem Auto. Ferrari ist aber ganz schön zickig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe in den Armen. Weiter. Hier ist der Niki Lauda damals abgeflogen, hat sich deshalb ganz schön das Gesicht verbrannt. Mit dem Ferrari kommt man hier ganz schön in Schwitzen. Junge, Junge. Da vorne kommt die sogenannte Mutkurve, danach muss man viel Mut haben, weil man muss hier mit 180 km/h in eine sehr enge Linkskurve. Das heißt, kurz auf die Bremse,
Das war kurz vor Abflug, Leute. 190 km/h Mutkurve. Ende. So. Oh. Das war vielleicht leicht Einschlag. Da bin ich zu spät auf die Bremse. Alter Schwede, ist das ein Monster. Wir fahren jetzt hier gerade ins Karussell. Ich bin oben rum durchs Karussell. Hab nur die Vorderreifen eingehängt. Das kann man machen, wenn man will. Muss man aber nicht. Hier vorne Vollgas. Bremsen. Im Brettergang und hier ein bisschen laufen lassen. Ja, so ein bisschen rollen lassen mit dem Ferrari. Das mag der ganz gerne. Einfach ein bisschen rollen lassen, dann ist man sehr schnell. Ihr seht, ich fahre schon hier sehr riskant und ich lasse einfach nur rollen. Bin wenig auf der Bremse, wenig auf dem Gas. Trotzdem habe ich einen Abflug gemacht. Ferrari fahren ist halt nicht einfach und auch im echten Leben ziemlich gefährlich. Also ich glaube, wenn ich mir einen Ferrari kaufe, da lasse ich tatsächlich mal eine Traktionskontrolle an. Weil ich glaube, sonst bringe ich mich um mit so einem Ding. Und dann flüge ich hier mehr durch den Acker als durch sonst irgendwas. Kommen wir hier raus auf die Döttinger Höhe, wieder, wo wir gestartet sind. Aber meine Reifen sind komplett überfordert, deshalb fliege ich hier die ganze Zeit nur noch ab. Ich habe das Auto also zu stark überfahren, weil ich die super soften Reifen genommen habe. So Leute, ich hoffe trotz allem, dass euch das hier gefallen hat und ja, wenn ihr mehr zu Bitcoins, Deathcoins, was auch immer erfahren wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, schreibt unten in die Kommentare, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Es gibt immer wieder neue interessante Videos, Anleitungsvideos, es gibt Videos zu Autos, es gibt Videos zu allem möglichen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Erik von Race & Fun TV.